Hallo, schön, dass du hier bist. An einem regnerischen Sommertag machten wir einen Ausflug zur Töpferei. Denn ich mag Getöpfertes. Ich kann mich nicht satt sehen an den bunten und raffinierten Glasuren der handgetöpferten Schalen, Becher oder Vasen. Ich sehe mir die Formen der Töpfersachen genau an und möchte immer etwas berühren, weil ich so gerne spüre, wie sich die Glasur anfühlt. Denn manche Schalen sind rau wie eine feine Kleiderbürste oder wie Rohseide und manche glatt wie das glänzende Fell eines jungen Kätzchens. Und dann diese wunderbaren Farbverläufe und Bemalungen. Manche Schalen sind zum Boden hin gesprenkelt, wie das Gefieder eines bunten Vogels. Und alle Farben der blühenden Natur sind beim Brennen des Tons herausgekommen. Die Glasuren werden mit Pigmenten, also Farbzusätzen, gemischt. Aber ich glaube, dass die Töpferinnen sich doch immer wieder vom Ergebnis des Tonbrennens überraschen lassen müssen. Denn man kann es nicht genau vorhersehen, welche Farbe am Ende beim Tonbrennen herauskommt. Ton ist eben ein lebendiges Material, der auch ein Eigenleben führt. Jedenfalls habe ich bei meinem Spaziergang im Garten der Töpferei alle Farben der Töpferschalen in den blühenden Blumen wiedergefunden. Weinrote Stockrosen, blaue Wegwarte, orangefarbene Kapuzinerkresseblätter, lila Krokusse, türkisfarbene Meeresbläue und blühende Minze, pinkfarbene Rosen oder gelbe Goldrute. Die Natur ist meine große Lehrmeisterin. Sie macht mir irgendwie alles vor und zeigt mir ihre Geheimnisse und Wunderbares, was mich erfüllt, ohne dass ich es verstehen muss. Und ich kann mich mit ihr verbinden. Mach's gut und bis bald!